Hallo, du wundervoller Mensch, herzlich willkommen beim Seelenschokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnotherapeutin und Glücksforscherin. Und dieser Podcast ist für feinfühlige Menschen, die ein glückliches und erfülltes Leben in Balance führen wollen. Und in der heutigen Folge haben wir einen Seelenschokoladen-Talk mit einem ganz wundervollen Gast, mit einer lieben Freundin von mir, die Nadine Petri. Und wir werden sprechen über das Thema sensible, liebevolle Partner gibt es wirklich. Ja, die gibt es wirklich. Und wir nennen dir Punkte, wie du es schaffen kannst, so einen wundervollen Partner in dein Leben zu ziehen. Und die genauen Punkte, wie wir da vorgegangen sind oder was wir dir dazu ans Herz legen möchten, die findest du auch nochmal in den Shownotes, genauso wie den Kontakt zu Nadine. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem Seelenschokoladentalk in dieser besonderen Folge mit der lieben Nadine zusammen. Lehn dich zurück und genieß die Schokolade für deine Seele. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind gerade in meinen Praxisräumlichkeiten und ich habe eine liebe Freundin zu Gast heute, die liebe Nadine. Hallo. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir über tolle Themen zu reden. Nadine und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung für Hochsensible, genau. Hochbegabte und Schnelldenker. Ja. Und das war direkt so Magic und irgendwie voll die Anziehung. Und ja, seitdem machen wir viele Waldspaziergänge. Genau. Wir waren auch gerade zusammen im Wald spazieren. Wir lieben das beide. Und genießen das immer, draußen an der frischen Luft zu sein. Und wir wollen heute über das Thema Partnerschaft sprechen. Mhm. Weil wir haben da beide eine sehr ähnliche, interessante Erfahrung gemacht. Ja. Aber vorher, möchtest du dich ein bisschen vorstellen, was machst du so, was bewegt dich, was macht dich aus? Okay. Genau, also ich bin Schauspielerin im Ursprung und habe dann irgendwann noch für mich so ein bisschen einen anderen Weg gefunden und zwar eben auch den Heilungsweg, also weil ich selbst eben viele Themen hatte, die ich lösen wollte, auflösen wollte, transformieren wollte und habe dann erstmal angefangen mit einer Entspannungstrainerin-Ausbildung und dann kam auf total krassen Umwegen und ja, wie man immer so sagt, Zufall, aber dann doch nicht, die Journey auf mich zu. Das ist eine mentale Reise, um Traumata und Blockaden zu lösen und dann habe ich noch den Achtsamkeitscoach angehängt und arbeite mit ätherischen Ölen und gebe da so eine Wellness-Massage mit neuen ätherischen Kräuterölen. Und das ist so für mich, ich habe so diese zwei Wege. Einmal so das Schauspiel, wo ich vor der Kamera stehe oder Sprecherjobs mache und dann eben auch noch dieser gesundheitsganzheitliche Weg so auf der anderen Seite. Und das finde ich ergänzt sich gut. Also ich mag beides gern, von meiner Natur her. Bin ich auch so eine Scanner-Persönlichkeit und kann mich eben auch nicht für eine Sache entscheiden. Und habe da so jetzt meinen Weg ganz gut mitgefunden mit den zwei Richtungen. Ja, Model bist du auch noch nebenbei, ne? Genau, das kam im Prinzip über die Schauspielerei, dass eine Freundin von mir, die Maggie, die hat irgendwann gesagt, boah Nadine, geh doch mal zu den Modelagenturen, weil es ist... Weil du so schön bist. Ja, sie fand das tatsächlich so und ich habe so gedacht, nein. Sie hat absolut recht. Danke. Ja, aber es war tatsächlich zu so einem Zeitpunkt, ne, als Schauspieler ist es eben nicht immer so leicht, Jobs zu kriegen und sie hat dann gedacht, hey, da gibt es tolle Jobs und die brauchen Leute wie du und ich und naja, und ich war da zu dem Zeitpunkt gar nicht so überzeugt von und habe so gedacht, bei Model sofort an Laufsteg gedacht, 1,80 und dünn und weiß ich nicht, mager. Mhm. Und habe so gedacht, nee, das passt ja gar nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, guck dir das mal genauer an. Ja, und das habe ich gemacht. Und das ist eigentlich ein schöner Punkt zum Thema an was dranbleiben und nicht gleich aufgeben, weil ich habe mich bei einer Agentur beworben.
bin abgelehnt worden, dann habe ich mich nochmal beworben, bin wieder abgelehnt worden. Mhm. Und beim dritten Mal habe ich mich dann mit Bewegtbildmaterial beworben, also mit einem kleinen Video, was auf Sylt gedreht wurde, mit tollen Emotionen und Make-up und Outfit und allem. Mhm. Ja, und dann haben sie so, als hätten sie noch nie von mir gehört, praktisch nur so, ja, hast du denn auch Fotos, die ich ja schon vorher auch immer hingeschickt hatte? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, habe ich auch. Und dann habe ich dieselben Fotos nochmal hingeschickt im Prinzip. Und dann wurde ich aufgenommen. Also es lohnt sich immer, dran zu bleiben. Ja, dranbleiben ist ein wichtiger Punkt. Ich kann mich gut an die vielen Spaziergänge erinnern, wo wir über Themen gesprochen haben, wo wir irgendwie auch schon lange dran sind oder Wünsche, die wir lange hatten, wo wir gesagt haben, Mensch, das kann doch nicht sein. Irgendwie, warum klappt das denn nicht? Und wir sind halt, wir sind Menschen und wir bleiben dran. Ne? Wir geben niemals auf, wir laufen immer weiter. Auch bei unserem Waldspaziergang. Zum Glück sind wir noch nicht im Wald geblieben. So, wir laufen immer weiter, ja. Oh Mann. Und da ist auch so ein Thema, was uns beide sehr bewegt hat, wo wir uns kennengelernt haben. Da hattest du dich ja gerade von deinem Partner getrennt gehabt. Ja, genau. Also er hatte sich von mir getrennt, genau. Und das war hart, weil zu dem Zeitpunkt einfach so, wir hatten alles zusammen, also ein Haus zusammen, gut, es war sein Haus, aber trotzdem, wir haben zusammen da gelebt, wir waren schon jahrelang zusammen, wir hatten seine Praxis, da hatte ich einen Praxisraum drin und wir haben in der Freizeit, also wir haben einfach auch super viel Zeit miteinander verbracht und in dem Moment war es für mich so, okay, jetzt ist einfach alles weg, ich habe nichts mehr, ich stehe allein da, also für mich war es echt so Teppich unter den Füßen weg und weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ne? Also beziehungsweise bei der ersten Trennung. Als wir uns dann kennengelernt haben, das war ja das zweite Mal und dabei ist es dann auch geblieben. Da war ich schon tatsächlich durch die Journey-Arbeit viel, viel gestärkter. Mhm. Also da hat mich das nicht mehr so vom Hocker gehauen. Also ich war eigentlich ziemlich schnell, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so, ich nehme es an und wie geht's jetzt weiter? Mhm. Wo gehe ich hin? Wie mache ich das mit Wohnen? Und dann war ich sogar nach ein paar Tagen sogar schon dankbar. Also ich wusste, das ist gut, dass er das gemacht hat, weil ich hätte mich aus dieser Beziehung nie gelöst. Und da habe ich dann so richtig für mich erkannt, hey, das war super, dass er es gemacht hat. Und ich weiß, dass es gerade zwar richtig wehtut und das darf es auch, aber ich weiß, dass es gut für mich war und dass was Besseres kommt. Ja, hast du ein Vertrauen gehabt, es kommt was Besseres. Ja, das war total... Es war irgendwie ganz klar für mich, dass es soll so sein und es ist das Beste, was mir passieren kann, diese Trennung und da rauszukommen aus dieser Beziehung, die ja schon einmal getrennt war und wo sowieso irgendwie ein bisschen der Wurm drin war. Ja. Hier, bevor wir darüber sprechen, was hat dir geholfen, dann da auch rauszukommen und dich da emotional zu lösen und über das zu sprechen, was jetzt Besseres gekommen ist und wie du da hingekommen bist? Du hast jetzt ein paar Mal die Journey erwähnt, da werden wir nochmal eine extra Folge dazu drehen, weil also das mit der Journey, das ist auch immer wieder in mein Leben gekommen und deswegen fände ich es einfach voll spannend, wenn wir da nochmal extra darauf eingehen. Auch wenn die Zuhörer sich jetzt fragen, was ist denn eigentlich die Journey? Also wir gehen da nochmal extra drauf ein. Also sei dann gerne auch beim nächsten Mal wieder dabei und lausch uns noch ein bisschen. Genau. Wie ist es besser geworden? Was hast du konkret gemacht? Also im Prinzip muss ich sagen, also eine der wichtigsten Sachen ist schon Freundschaftspflege, weil ich muss sagen, in dem Moment, wenn du dann erstmal dastehst und ich hatte ja nichts, wo ich hinziehen kann, also keine Wohnung, also es ging ja von jetzt auf gleich, ich sollte dann aus dem Haus raus. Mhm. Und was mir da richtig geholfen hat, waren wirklich die intensiven Freundschaften, die ich über die Jahre aufgebaut habe, wo ich auch viel gegeben habe und in dem Moment dann eben ganz viel zurückkam, die mir dann geholfen haben mit Umzug oder die mir gesagt haben, hey, du kannst dein ganzes Hab und Gut in unseren Keller stellen oder hey, wir haben unten ein altes Au-pair-Zimmer, du kannst bei uns wohnen, bei so einer lieben italienischen Familie, die ich total liebe. Also so, das muss ich sagen, das ist in solchen Momenten wird einem das so richtig bewusst, wie wertvoll Freundschaften sind. Also Familie auch, meine Familie ist auch immer für mich da, aber gerade diese Freundschaften, die eben im Leben so dazukommen, Wahnsinn. Also das lohnt sich wirklich immer, seine Freundschaften zu pflegen. Mhm. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein soziales Auffangnetz. Ja, genau. Ja, und dann hat mir auch geholfen, zielorientiert zu denken. Also einfach zu gucken, okay, wo will ich hin, was kann ich machen, statt mich jetzt nur der Trauer hinzugeben. Natürlich habe ich mir auch Momente erlaubt. Und es gab auch Momente, wo ich dachte, boah, ich halte es nicht aus, diesen Schmerz.
Aber für mich, das hat dann immer, es war wie eine Welle, weil ich es eben durch die Journey-Arbeit annehmen konnte. Und dann habe ich es zugelassen, angenommen und dann, ja, 20 Minuten später war es dann wieder so, okay, weitergehen, Sachen packen und oder hier den nächsten Schritt gehen. Also wirklich den Fokus auf meine Ziele, auf das, wo ich hin will und nicht auf das, was jetzt passiert ist und das Opferverhalten oder im Opferdasein, oh, ich bin verlassen worden. Also das hatte ich gar nicht. Ich habe so, hey, es geht weiter, das Leben. Und ja, das hat mich auf jeden Fall motiviert. Und Meditation hat mir auch geholfen. Mhm. Und so. Also Yoga, Meditation, Sachen, die einen einfach zu sich bringen und eben weg von diesem, ich bin nur in meinem Gefühl oder ich bin mein Gefühl, sondern hin zu dem, was ist in meinem Kern. Mhm. Und in meinem Kern ist alles gut und ich bin nicht allein, ich kann niemals allein sein, wir sind alle verbunden. Das ist so das, was da war. Und das finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Ne? Wir haben wirklich alle so einen unantastbaren Kern. Und ja, auch für dich als Zuhörer, dass du dir das wirklich bewusst machst, dass wirklich egal, was gerade in deinem Leben passiert, was gerade zusammenbricht oder Neues entsteht oder aufregend ist, es geht immer irgendwie weiter. Ja. Und du darfst halt einfach niemals aufgeben, sondern dich immer an dir festhalten, an deinen Werten, an deinem wundervollen Kern, der unantastbar ist. Genau. Da kommt niemals jemand ran. Und dich da immer wieder mit dir selbst zu verbinden, mit deinem höheren Selbst und all dem, und an dich zu glauben, an deinem Leben zu glauben und dass das wieder schön entstehen kann. Ja. Ja. Und sogar noch schöner. Noch schöner, werden kann. Ja, in der Zeit, also du hast mich sehr inspiriert, wie du das alles gemacht hast, weil natürlich gab es Momente, wo du dachtest, oh krass, irgendwie gerade krass viel auch, ne? Und du hast ja auch viel einfach gerockt in der Zeit, so arbeitstechnisch viele Aufträge dann gehabt, nach hier und da. Und Nadine hatte zu der Zeit so ein kleines rotes Auto. Ich wusste, dass das jetzt auch bei dir. So ein kleines rotes Auto. Und es war bis oben hin vollgestopft mit ihren Sachen. Also irgendwie gefühlt hast du da drin ja manchmal gelebt in dem Auto. Und dann, das ist ja wie so ein fahrbares Zuhause, dann mit dem Auto von hier nach da. Und ich dachte mir, wow, wie macht die Frau das? Ne? Stimmt, ich habe eigentlich schon im Tiny House gewohnt, so ein Quadratmeter oder was. Ein Quadratmeter Tiny Auto im Haus, Und das einfach, du hast es einfach mit so einer, also einer wundervollen, süßen Art halt einfach alles hinbekommen mit deinem Autochen, da bist du dann so rumgeflitzt und hast mich da einfach auch, also einfach fasziniert, wie du das alles gemacht hast. Und ich glaube, manchmal auch in den Momenten, du hast es auch gar nicht so als jetzt schlimm angesehen, sondern einfach dann auch zurückblicken, wo wir jetzt hier spazieren, weil du so, boah krass, wie habe ich das eigentlich alles gemacht? Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich war da in dem Moment einfach dann irgendwann so in meiner Kraft und in der Power, das hinkriegen zu wollen. Und auch, ich muss auch sagen, so dieser Ausblick auf eine eigene Wohnung, auf meine vier Wände, was ich vorher nur kurz hatte und sonst immer bei wem mitgewohnt habe oder bei meiner Familie mit im Haus, das war für mich auch so, okay, das ist absolut dran und das ist mein Ziel und da will ich hin und das wird mir so gut tun. Und klar, als ich dann in dieser Wohnung ankam, habe ich die ersten Nächte auch erstmal gedacht, okay, hier ist jetzt keine italienische Familie mehr, ne, zu denen ich hochgehen könnte, also hier bin ich jetzt einfach für mich. Und das war dann schon auch nochmal ein bisschen, also es hat mir auch Angst gemacht im ersten Moment, aber dann habe ich eben ganz schnell erkennen können, und das ist ja das Schöne, dass solche Sachen, die uns herausfordern, uns auch wachsen lassen. Weil ich dann eben ganz schnell erkannt habe, ich kann so gut mit mir sein, ich bin so mit mir okay, dass ich gar nicht jemanden brauche ständig. Also das ist echt okay. Und auch wirklich dieses Gefühl, ich bin ja doch immer verbunden. Und nur weil ich allein in der Wohnung liege, gibt es ja trotzdem Menschen um mich rum und auch gefühlt Seelen, die mit mir verbunden sind und Menschen, die da sind. Also ich müsste ja nur hier rufen und dann ist auch wer da. Ja. Also es war irgendwie eine total tolle Herausforderung im Prinzip. Und das ging dann auch echt schnell. Und dann war ich mit meiner Wohnung und mit meinem ganzen Leben so happy, dass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, mit einem Partner nochmal zu leben. Ich bin so froh und glücklich alleine. Und ich glaube, das war das, was mir immer gefehlt hat. Dass ich das so brauchte und irgendwie für meine Stabilität und die Liebe von außen mir geholt habe und gebraucht habe. Und dass mir das ja von außen keiner geben kann, wenn ich es nicht selbst in mir gefunden habe und in mir selbst spüren kann. Ja, und das habe ich darüber gelernt und erkannt und das war mega. Also diese Erkenntnis und dann echt dazu stehen zu sagen, ich brauche keinen mehr. Also wirklich, wenn jetzt einer kommt, ein Mann, dann ist das ein Sahnehäubchen obendrauf auf mein Leben. Aber es ist nicht so, dass ich davon abhängig bin. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich gewesen oder eine Erkenntnis und Erfahrung.
dass wir selbst für uns erfüllt sind. Ansonsten ist es halt wie ein Loch, das kannst du halt niemals füllen, wie ein Loch ohne Boden. Ne? Genau. Ansonsten fällt das halt einfach so durch und du willst immer mehr von außen haben, aber bist innerlich einfach gar nicht erfüllt. Richtig. Und wenn du für dich da so glücklich bist, dann kommt ein Mensch in dein Leben und der muss dich nicht mehr glücklich machen, sondern ist es einfach wie ein Sahnehäubchen, wie du sagst. Genau. Ja, total. Ich fand auch einen Moment total inspirierend und ich glaube tatsächlich, dass Silvester für uns beide irgendwie so ein gewisser Wendepunkt auch war. Ja. Und du warst ja an Silvester dann auch bewusst alleine. Ja, witzig, ich krieg gerade Gänsehaut an den Beinen, also weil du diesen Moment siehst, der ist schon wieder so weg irgendwie gewesen. Aber ja, genau, ich habe mich bewusst entschieden, Silvester alleine für mich zu verbringen. Wir wären ja eigentlich... 2018 auf 19. Genau, nee 17 auf 18. 17 auf 18, genau. Genau, da war ich gerade 3 Wochen in der Wohnung und ich hatte halt das Gefühl, ich meine, ich hatte dann auch mit der italienischen Familie ein paar Monate gelebt und davor... bei meinem besten Freund im Arbeitszimmer und davor auf einer Couch. Und also es war richtig so, dass ich dachte, okay, ich brauche jetzt echt mal Pause. Ich brauche Stille. Ich will für mich sein. Ich will einfach nur mit mir sein. Und dann habe ich das gemacht und habe bewusst gesagt, ich möchte auf keine Feier. War auch ganz süß. An dem Abend kam noch mein Coach-Kollege Michael vorbei mit seiner Frau, weil die irgendwie dachten, dass ich jetzt da traurig sitze und haben noch geguckt. So. Und ich dachte, erst noch, als es geklingelt hat, mache ich da jetzt auf. Und dann habe ich gedacht, ja, wer weiß, vielleicht brennt mein Auto oder so in den Feuerwerkskörpern. Also gehe ich mal lieber hin und dann so, hey, wir sind's. Und mit einer Flasche Sekt und so. Und ich stand echt so total in Jogginghose und kein BH. Und weiß nicht, dass okay, ja gut, dann kommt mal kurz rein. Und dann haben sie aber auch gemerkt, also ich habe ihnen dann gesagt, dass ich gerade so den ganzen Tag schon, ich hatte einen tollen Spaziergang gemacht und mich dann hingesetzt, ein bisschen Rückschau und Innenschau und Vorausschau und so. Mich ganz viel mit mir beschäftigt, mit bunten Stiften hingesetzt und gemalt und geschrieben. Ja, und das dann, machen wir gerne. Ja, das lieben wir. Das lieben wir. Genau, und dann haben die das auch, also sie waren dann, weiß ich nicht, 45 Minuten oder so, glaube ich, da. Es war auch echt süß und nett und ich habe mich auch darüber gefreut. Und dann sind sie aber wieder gegangen, weil sie verstanden haben, dass ich auch alleine reinfeiern möchte, wirklich. Und das war ziemlich lustig, weil als es dann soweit war, also ich hatte schon um 21 Uhr mein Handy ausgemacht, auch bewusst, weil ich gedacht habe, nicht, dass ich dann doch ins Außen gehe und da auch bis 2 oder so ausgelassen. Und dann war, ja, dann war es 12 Uhr, ich hatte ein paar Wunderkerzen und mir so ein paar Wünsche überlegt, habe dann eine Wunderkerze so, okay, die zünde ich an für Liebe, die für Hoffnung, die für Gesundheit und habe das so angezündet und stand dann auf meinem Balkon und es war so witzig, ich muss heute echt drüber lachen, weil es war so, im einen Moment habe ich gelacht, im nächsten so losgeheult, weil ich halt echt, ich meine, so einen Moment hatte ich in meinem Leben noch nicht. An Silvester, die Raketen gehen hoch, normalerweise umarmst du dich und wünschst dir ein frohes neues Jahr. Und da war einfach keiner da. Ich war nur mit mir. Und das war schon krass. Also es war dann schon so ein bisschen Wechselbad der Gefühle. Aber eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Und ich bin unglaublich mir selbst dankbar, dass ich das gemacht habe. Und auch durchgezogen habe. Und die auch wieder weggeschickt habe. Und ja. Das war... Ich erinnere mich an viele Spaziergänge, die wir letztes Jahr hatten, wo wir viel über Beziehungen gesprochen haben, über Frauen, über Männer, vor allem über Männer sehr viel. Und wir waren ja zu dem Zeitpunkt beide Single gewesen und wir hatten beide auch dann nicht schöne Erfahrungen gemacht. Ja. Du hast ja dann auch einen Mann kennengelernt, das war ja auch nicht gerade toll. Ja. Und wir haben beide auch wirklich... blöde Erfahrungen gemacht, wo uns das Leben nochmal gezeigt hat, was wir auch nicht wollen. Genau. Das ist wirklich nochmal was ich für Zuhörer auch nochmal betonen möchte, dass wenn du eine negative Erfahrung machst, dass das nicht durchweg negativ ist, sondern ich sehe negative Erfahrungen immer als ein Learning, okay, das möchte ich nicht. Genau. Was möchte ich denn gerne stattdessen? Und dass wir auch an dem, was wir erleben, was wir nicht haben wollen, mehr entdecken, was wir eigentlich haben wollen. Absolut. Und dann haben wir immer viel darüber geredet, wie wir uns unseren Mann vorstellen, wie wir eine Beziehung haben möchten. Und wir haben immer so viel darüber philosophiert und uns dann halt auch manchmal gefragt, sag mal, gibt es die denn überhaupt? Ja. Erinnerst du dich daran? Ja. Ja, da muss ich gerade an so eine Liste denken. Ich habe mir tatsächlich irgendwann eine Liste gemacht. Ja, ich habe auch eine Liste. Im Handy, ja. Und habe ganz konkret einfach alles geschrieben, was dieser, wenn nochmal ein Mann kommt, haben soll. Und habe die Liste dann auch wieder vergessen. Ach nee, genau, ich habe sie dann irgendwann einer Freundin gezeigt. Und die sagte noch so, ist klar, nach dem Motto, träum mal weiter, wie soll das denn, du weißt, deine 25 Punkte in Erfüllung gehen.
Und war bei mir genauso. Ja. Tatsächlich. Ich habe auch eine Liste. Und auch es waren auch Freunde, du hast sowas nie gesagt. Nee. Aber es gibt andere Menschen, die haben zu mir gesagt, Julia, du hast einfach viel zu hohe Ansprüche. Und so Männer gibt es nicht. Und ja. Männer sind halt nicht sensibel. Und du musst halt mal ein bisschen von deinem hohen Ross runter. So genau. Nach der Art. Also so Sachen. Du kürzt die Liste, ne? Mach sie realistisch. Ja, ja. Also auch dann Leute, die gesagt haben, Mensch, du musst dich doch da nicht so hineinsteigen. Kauf dir doch mal einen Fernseher, sitz dich mal zu Hause, guck doch mal ein bisschen Fernsehen oder so. Also so Sachen. Okay, super Idee. Du dann auch wirklich zu hören. Ja. Ne? Und ich wollte das aber nicht. Das hat sich halt nicht für mich richtig angefühlt, irgendwie an meinen Ansprüchen runterzugehen. Ja. Also warum auch? Genau. Ja, also. Nee, ich habe auch bei der Journey, die Bettina Halifax, die praktisch die deutsche Repräsentantin ist von der Journey, die hat auch immer gesagt, keine Kompromisse eingehen. Ja. Ja. Und ich habe immer gedacht, naja, es ist schon krass, keine Kompromisse. Und habe auch bei der Liste, als ich sie geschrieben habe, selbst ein bisschen gedacht, hui. Ja, aber habe die dann auch, wie gesagt, wieder vergessen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich sie vergessen habe. Da war ich dann schon mit meinem jetzigen Partner eine ganze Weile zusammen. Und hatte die dann irgendwann mal angeguckt und habe gedacht, das gibt's nicht. Das ist einfach alles ausnahmslos, was ich auf der Liste habe, erfüllt er. Ich habe so Klick, Klick, Klick. Also ich konnte es selbst gar nicht glauben. Und dann hat eine Sache gefehlt. Und zwar, dass er Gitarre spielt. Und ich wusste es auch nicht. Wir haben auch nie drüber gesprochen. Und irgendwie wieder 3 Wochen später oder so sind wir in meiner Wohnung und auf einmal, ich bin im Bad, höre ich wie die Gitarre und er spielt richtig gut. Ja, also nicht nur so wie ich, so ein paar Akkorde, sondern er spielt richtig gut Gitarre. Und ich komme echt mit meiner Zahnbürste, Handtuch auf dem Kopf aus dem Bad und stehe vor ihm und gucke ihn an. Und er dann so, hä, was ist denn? Und ich bin so, ist nicht dein Ernst. Und er so, was denn? Ich so, du spielst Gitarre? Und er so, ja. Ich so, das ist krass. Und dann habe ich ihm halt erst diese Liste gezeigt. Und das war der letzte Haken, den ich machen musste. Und das hat mir gezeigt, es gibt es und es darf so sein. Und ich darf mir meine Vorstellung machen oder meine Wünsche haben. Weil das erfüllt sich, wenn man daran glaubt und das rausschickt. Und so gut nachvollziehen. Also bei mir war es halt auch wirklich so gewesen, ich hatte da so meine genaue Vorstellung gehabt. Und ich habe so viele Dates gehabt, irgendwie Männer, die ich kennengelernt, irgendwie mir ihre Nummer gegeben haben, weil sie sagen, ach komm, lass doch mal treffen und so. Ja. Und ich saß da und ich war jedes Mal so, nee, der ist es einfach nicht. Und es hat dann Freundin gesagt, Mensch, du hast dich doch hier mit dem Arzt getroffen und so. Und ich so, der ist es nicht. Der ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht. Ja. Und vielleicht waren es manchmal auch 3 Dates gewesen und ich wusste sofort, das wird nicht langfristig, das wird es einfach nicht werden. Es hat sich einfach nie richtig angefühlt. Und natürlich gab es auch Momente, wo es mich dann einfach mega traurig gemacht hat. Mhm. Ich dachte, scheiße, sind deine Ansprüche vielleicht doch zu hoch? Na, dann fängst du natürlich auch an dir selber zu zweifeln. Ne? Weil du denkst so, meine Güte, jetzt hast du da hier deine Vorstellung und so. Und ich bin dann, bei mir war das so, ich bin dann nach Bali gegangen. Und mit Maxine zusammen. Und Maxine hat einen Freund, den Matthew. Und Matthew hat das quasi seinem besten Freund gezeigt. Und er wollte mich dann sofort kennenlernen. Und es hat einfach sofort gepasst. Mhm. Einfach, dieser Mann war einfach so von Anfang an so, boah, krass, der ist es. Ne? Und er erfüllt einfach auch jeden Punkt von meiner Liste. Schön. So zum Beispiel auch das Thema, dass er, ich habe immer gedacht, um mich so zu verstehen, müsste man auch einen gewissen spirituellen Zugang oder dergleichen haben oder sich irgendwie mit den Themen beschäftigen oder in meinem Bereich arbeiten. Ist aber nicht so. Er erlebt es auf eine totale Natürlichkeit. Er ist das einfach. Er muss dafür nicht irgendwie meditieren oder sonstig was. Er lebt es einfach total in seinem Alltag aus. Und er hat von Anfang an eine unglaubliche Offenheit dem gegenüber gehabt. Ich habe bisher immer nur was Positives gehört. Er spürt einfach ganz natürlich, dass ich mit meiner Arbeit Menschen was Gutes tue und das einfach total unterstützen. Und er arbeitet in einem komplett anderen Bereich. Dein Partner ja auch. Ja. Aber wir haben beide Partner, die das total unterstützen und befürworten, was wir machen. Und man darf auch bei den Wünschen offen sein, wie sie sich dann letztendlich erfüllen. Vielleicht sind manche Punkte auch, dass wir die uns in der Auslegung vielleicht anders vorgestellt haben. Genau. Also es wird erfüllt, aber vielleicht ein bisschen anders als gedacht. Ne? Ja. Oder man darf sich da auch überraschen lassen, auf welch eine schöne Art das in Erfüllung geht. Ja, das darf man absolut. Ja, und es ist also wirklich, also das kann einfach, also es gibt diese sensiblen Männer, die so einfühlsam sind und
das ist bei uns beiden in Erfüllung gegangen. Und jetzt auch gerade die letzten Waldspaziergänge, die wir hatten, wo wir dann gesagt haben, Mensch, denk mal vor einem Jahr noch. Ja. Ne, sind wir hier langgelaufen und dachten, das wird nichts mehr. Ne? Ja. Und wo sind die denn alle? Genau. Die muss es doch geben. Zu dem Thema, also wo sind die denn alle, wollte ich nochmal kurz sagen. Ich finde das so schön, ja, dass wir jetzt beide, weil du hast ja praktisch über jemand anderen deinen, ja, Partner kennengelernt und ich habe meinen auf einem Event, auf einem ätherischen Öl-Event kennengelernt. Ja. Und weil ich habe mich so gegen diese ganzen Apps gewährt, wo man dann irgendwie check und weg und nee, den will ich nicht, der ist hässlich, der ist nicht, weißt du so? Mhm. Das fand ich irgendwie nicht schön und ich habe immer gesagt, ich bin davon überzeugt und ich glaube daran, dass man auf noch ganz herkömmlichem Weg den Partner kennenlernen kann und dafür muss ich nicht so eine App haben und das machen, ne? Weil es machen ja viele, das ist auch okay, finde ich auch voll, also wenn jemand vielleicht nicht viel Verbindungen hat, ist das, finde ich, auch eine tolle Sache. Da habe ich auch schöne Paarungen schon kennengelernt, wo es super funktioniert hat. Paarungen? Ja, schon. Ja. Aber, also Paare, ja, die sich dann darüber gefunden haben. Aber ich finde es jetzt so schön, gerade bei unserem Beispiel, dass wir es beide dann doch auf echtem Wege, ne? Also auf natürlichen Weise, Wege, genau. Ja. Ich wollte tatsächlich, ich wollte eine Geschichte haben. Mhm. Und das war bei mir und meinem Partner so, dass ich immer das Gefühl hatte, wir schreiben gerade Geschichte mit dem, was wir tun. Mhm. Weil ich habe die jetzt nicht ausführlich erzählt, aber im Endeffekt hatten wir die erste Zeit unserer Beziehung, war ich dann in Bali gewesen und er war in Deutschland und wir haben halt jeden Tag gefacetimed und wir haben uns nicht gesehen und es ist so eine unglaublich starke Anziehungskraft zwischen uns. Die war so stark, das ging von Bali bis nach Deutschland. Und ich bin tatsächlich, ich wollte 3 Monate bleiben. Ich bin nach 2 Monaten zurück, weil ich ihn endlich sehen wollte. Wahnsinn. Und das war. Das heißt, ihr hattet euch zu dem Zeitpunkt noch nicht live gesehen. Also exakt. Wow. Exakt. Cool. Wir haben die Beziehung. Also ich bin quasi, wir haben es kennengelernt, ich war in Bali, ja. Mhm. Krass. Tatsächlich, ja. Wahnsinn. Ja, und das, ich war aber von Anfang an überzeugt, so der ist es. Ich kann auch gar nicht sagen, also wenn es soweit ist, dann weißt du es einfach. Das spürt man. Dann spürst du es einfach. Und das ist ein ganz neues, ganz anderes Gefühl. Vertrauen von Anfang an vollkommen da gewesen. Keine Ängste mehr und Eine Sicherheit. Also auch wenn eine Sicherheit im Prinzip gibt es nie, aber so vom Gefühl, dass man sich fallen lassen kann. Ne? Und was ich ganz wichtig finde, ist, ich habe mir immer einen Partner gewünscht, der mich mit meinen ganzen Gefühlen nimmt, wie ich bin und der diesen Raum einfach halten kann und wo ich einfach so sein darf, ohne das Gefühl, wenn ich jetzt so bin, werde ich dann verlassen oder wenn ich das so mache, dann will er mich nicht mehr, sondern er will mich einfach so, wie ich bin, mit allem, was dazugehört und das finde ich, ist ein Zeichen für eine gute Partnerschaft, wenn man jeweils den anderen komplett akzeptiert und annimmt, so wie er ist und nicht versucht, ihn irgendwo zu verändern in irgendeiner Form und einfach den Menschen so sein lässt. Das ist so, so wertvoll. Ja, haben wir auch gerade drüber gesprochen gehabt, dass das so schön ist, dass man dann einfach seine Emotionalität leben kann, dass man im einen Moment freut man sich, im nächsten Moment ist man traurig und wir sind beide das beste Beispiel dafür, wie Hochsensibilität sich dann äußert im Alltag, diese hohe Emotionalität. Wir leben das ja ganz natürlich. Ja. Und selbst wenn du jetzt nicht hochsensibel bist, es gibt wirklich Menschen, die leben ihre Emotionen genauso, wie sie gerade rauskommen. Ja. So wie Kinder, die machen das ja auch so. Ja, in einem Moment freuen die sich, im nächsten Moment weinen die und dann lachen sie wieder. Das ist eigentlich natürlich die ganze Zeit in so einem... wo man weder hochfreudig ist, noch tief traurig, das ist nicht natürlich. Nein. So ein Mittelding. Das ist wirklich gar nicht wirklich mehr noch am Leben, finde ich manchmal sogar schon. Und das ist letztlich das, finde ich, was krank machen kann, wenn wir das permanent unterdrücken und uns nicht erlauben zu fühlen. Ja. Und ich meine, ich muss manchmal auch über mich lachen. Ich habe es ja vorhin gerade erzählt mit dem Fitnessstudio. Mhm. So ein Widerstand, wie so ein kleines Kind. Ich will ja jetzt nicht hin, so richtig. Und dann aber 10 Minuten später haben wir uns kaputt gelacht. Also er und ich über mich, weil ich das... aber ich habe es halt rausgelassen. Jetzt, wenn ich das so in mich reingefressen hätte, das ist gar nicht gesund. Und so habe ich halt... habe ich mal einen Widerstand gehabt oder dann weine ich mal oder dann lache ich. Oder das darf alles einfach da sein. Und das ist so, so schön. Ja. Ja, und ich würde auch nie wieder in einen Kompromiss eingehen, einen Partner oder auch Freunde zu haben, die da meine Emotionalität nicht verstehen oder das
wo ich das nicht leben kann. Ja. Bei uns Hochsensiblen, bei uns muss man das ja auch gar nicht sagen. Wir spüren das ja, ob das gerade angebracht ist oder nicht. Und wenn wir merken, wir sind da nicht mit willkommen, dann wollen wir das ja auch nicht in dem Moment ausleben. Ja. Und dann unterdrücken wir das und das macht krank, wie du es auch eben gerade sagst. Deswegen kann ich jeden dazu nur ermutigen, such dir ein Umfeld, wo du sein kannst, wie du bist, wo du das vollkommen ausleben kannst, wo du sein kannst, wie du bist. Und dich nicht verstellen musst und deine Masken ablegen kannst. Und weil es ist auch, es kostet so viel Energie, Masken zu tragen und vorzugeben, man ist irgendjemand oder man ist also anders oder ja, sich da zu unterdrücken. Das ist, das ist einfach, es kostet unglaublich viel Kraft. Ja. Also trau dich einfach, du selbst zu sein. Ja. Und wenn du noch nicht diese Traumbeziehung hast, von der wir hier gerade so schwärmen, schreib dir doch mal eine Liste und überleg dir, was du wirklich, wirklich willst. Und denke groß, denke frei, genau das, was du haben möchtest. Und vertraue darauf, dass das irgendwann kommen wird. Bei dem, wie lange hat es bei dir gedauert von der einen Trennung bis zur neuen Beziehung? Also ich war dann 1,5 Jahre alleine. 1,5 Jahre. Genau. Bei mir hat es 4 Jahre gedauert. 4 Jahre. Vier Jahre, also 4 Jahre von Schreiben der Liste bis zu Traumpartner finden, waren es genau 4 Jahre. Mhm. Also, ne, also einfach mal, um zu zeigen, das kann auch einfach eine Weile dauern. Ja. Ich dachte lange Zeit so, es könnte es aber mal langsam soweit sein, aber letztendlich habe ich irgendwie noch im Studium gesteckt und im Aufbau meines Unternehmens und ich hatte so viel um die Ohren. Ja. Ich hatte irgendwie einfach noch gar nicht die Ressource dafür gehabt, eine Beziehung zu haben und es war so krass, irgendwie der Master war beendet und zack, stand er da. Ja, also ja, das kommt, also ich bin da sowieso überzeugt, das kommt immer so, wie es sein soll und wie es kommen, also ne, da braucht man sich auch nicht Druck machen. Im Gegenteil, ich finde es sogar wichtig, dass man einfach sich ein bisschen Zeit gibt. Also natürlich gibt es manchmal, da passiert es dann einfach so schnell und dann ist auch das okay, aber da kann man ja auch selbst bei sich mal überprüfen, habe ich vielleicht das Muster jedes Mal, wenn ich getrennt bin, sofort den nächsten Partner, weil dann glaube ich eben, dass es vielleicht schwierig ist, eine gesunde Beziehung zu führen, weil dann wahrscheinlich das passiert wie bei mir, dass ich immer das Gefühl hatte, ich brauche jemanden und erst dann, wo ich wirklich so frei war und gesagt habe, jetzt brauche ich gar keinen mehr, dann konnte jetzt diese tolle Beziehung kommen, weil ich eben auch nicht mehr, und das macht man ja nicht bewusst, das sind unterbewusste Prozesse, die ablaufen, aber ich ziehe nicht mehr an jemandem und sage, oh, ich muss dich jetzt hier haben oder wenn er wegfährt, oh, jetzt kann ich nicht existieren, wenn du nicht bei mir bist, weil ich muss kontrollieren, liebst du mich wirklich? Nein, ich habe das alles in mir geheilt und geklärt und gelöst, sodass das jetzt so ganz frei sein kann. Und deswegen, ich glaube, wenn man die Chance hat und nicht halt sofort seinen Traumpartner vor sich stehen hat, dann soll man das auch wirklich mal testen und mit sich sein und da einfach auch ein bisschen mitspielen und gucken, okay, wie fühlt sich das an oder sich Hilfe holen. Ne? Also es gibt ja genug Unterstützung, die man dann auch haben kann, wenn man merkt, okay, das ist echt mein Thema, weil jetzt suche ich schon wieder den nächsten, obwohl ich das andere noch gar nicht verarbeitet habe. Ja. Exakt. Ja. Ja, wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, wie man das schaffen kann, da so eine innere Heilung zu finden, warum das auch so wichtig ist, warum es auch sinnvoll ist, sich da auch Unterstützung und Hilfe zu holen, weil manche Muster sieht man einfach selbst gar nicht. Und ich freue mich dann sehr schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest ganz viel Tolles aus der Folge mitnehmen. Wenn du mehr wissen möchtest über die wundervolle Nadine, dann schau gerne in den Shownotes vorbei. Da habe ich alles von ihr verlinkt. Da kannst du sie finden. Und wir beide freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich hoffe, dir hat die Seelenschokolade heute gut getan. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir hier bei iTunes unter Rezension eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und auch mir gerne schreibst, was dir heute gut gefallen hat, was du mitgenommen hast aus der Folge. Da findest du ja wie immer einen Blogbeitrag dazu und einen Instagram-Beitrag. Da ist auch die Nadine verlinkt, also darüber findet ihr sie dann auch auf Internet findest du Nadine. auf Instagram findest du Nadines private Seite und ihre Seite zu ihrem neuesten Projekt. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, weil sie macht da auch eine ganz, ganz wundervolle Arbeit. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, bei ihr vorbeizuschauen. Und es wäre schön, wenn du bei den nächsten Folgen wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und Gute, deine Julia Colella.